Eines der großen Probleme hier in Tansania ist ja, weibliche Unternehmerinnen sehr schwierig für neue Märkte zu erkunden. The whole idea is to make sure that women have access to markets. The work of Jennifer was so beneficial to me because she introduced me to different people. Außenwirtschaft trifft auf Entwicklungszusammenarbeit und die Experts bilden die Schnittstelle. Dr. Jennifer Schwarz ist Expertin für Entwicklungszusammenarbeit. Sie baute die tansanische Außenstelle der Delegation der deutschen Wirtschaft für Ostafrika in Dar es Salaam auf und war knapp 2 Jahre Ansprechpartnerin für deutsche wie lokale Unternehmen. Insbesondere die deutschen Unternehmen profitieren natürlich von dem Netzwerk, was wir hier vor Ort etabliert haben und dem lokalen Wissen. Für die tansanischen Unternehmen geht es vor allen Dingen in die umgekehrte Richtung, dass sie eben tatsächlich das Wissen aus Deutschland, den deutschen Markt nicht kennen, was wir ihnen zur Verfügung stellen. Um tansanische Unternehmerinnen aus ländlichen Gebieten gezielt zu fördern, arbeitete Jennifer Schwarz mit dem Unternehmerinnenverband Tanzania Women Chamber of Commerce zusammen. With Jennifer, it's hands-on. You know, taking a group of women to German to meet other women associations, to meet manufacturers, this was really a great thing because seeing is believing. Women opened their eyes, they could see, and when they came back, they started taking action. Als Teil ihrer Arbeit als Experts begleitete Dr. Jennifer Schwarz 10 tansanische Unternehmerinnen nach Deutschland. Das war eines meiner Highlights der letzten 2 Jahre, wo wir tatsächlich tansanische Unternehmerinnen aus verschiedenen Regionen und verschiedenen Sektoren nach Deutschland geführt haben, wo wir sie mit Wirtschaftsverbänden, mit verschiedenen Unternehmen und Produktionsstätten zusammengebracht haben, um neue Produktionstechnologien kennenzulernen, neue Produkte zu sehen, neue Partnerschaften zu schließen. Die Kaffeeproduzentin Rose Sway war eine der Teilnehmerinnen, die mit vielen neuen Kontakten und Geschäftsideen wie der Gründung einer Kooperative für Moringa aus Deutschland zurückkehrten. I met different people working in different capacities in Germany. So I really admired the way they operate and then the way they make use of their time and the way also they produce their products. So when I came back, I tried to make some changes to my products as to packaging and then as to the quality itself. And I also tried to educate my employees how really they can meet the customer's desire. In rund 30 Ländern weltweit beraten Experten wie Jennifer Schwarz lokale, deutsche und europäische Unternehmen zu entwicklungspolitischen Themen in den Schwerpunkten nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Energie und Umwelt, Digitalisierung und Start-ups sowie berufliche Bildung. Meine Arbeit ist sehr vielfältig. Jeder Tag sieht an sich anders aus. Wow, it's great.